Alter, was geht ab? Naja, kann ich mal für kleine Liebe fragen. Zeitpunkt, ich weiß nicht, wo sie hingelaufen ist. Briefe halten, laufen bringen lassen, stehen bleib zurück sei. Bla 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 bla. Ich werde das übernehmen. Dieses Kind. Immer diese Kinder. Man sollte sich alle knebeln und fesseln und in den Keller werfen. Zum Kartoffelschälen. Immer diese verdammten Hipster. Oh nee, das sind Gegner. Scheiße. Das heißt, ich krieg wieder Füllung von denen. Attacke! Oh ne, jetzt kommt die kleine Scheiße da auch, oder? Wow. Jetzt, wo ich den letzten Kill, weißt du, jetzt ist das. Was ist da jetzt? Untersuchen. Bären herum, das könnte kleine Liu gewesen, sein. Okay, sie ist nicht bei den Bären, ich glaube, sie ist tot. Wow. Warum kann ich die nicht mit. Da! Ich meine, ich hätte wahrscheinlich jetzt so auch gesehen, aber. Man kann ja so tun, wie wenn das jetzt was Sinn gehabt hat. So viele Fußstapfen, das heißt nichts Gutes, finden wir die. Da oben? Was macht denn ihr da schon wieder? Wo ist die da oben? Wo ist er denn? Ich sehe nichts mehr. Hör doch mal auf, genau jetzt wegzulaufen. Ich finde diese Schilder halt immer noch zu viel aus, ey. Verdammte Nervensägen. Jetzt gibt es dich auch noch, ne? Ey, wegen ein paar. Aber gut, ich gebe mir nächstes Kerl. Wo ist die denn? Hallo? Ach, da hinten! Warte mal, ich mache hier mal Platz. Oh, oder auch nicht. Bist du hier, um mich zu fangen und zurück ins Quinchetdorf zu bringen? Oma Roxy hat sich große Sorgen um dich gemacht. Also bist du hier, um mich zu fangen? Nun ja, ich werde nicht zurückkehren. Geh zurück und sag den Dorfbewohnern, dass ich zum Hafen von Liebe gehe, um nach Papa zu suchen. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sobald ich ihn finde, werde ich einfach eine Weile mit ihm sprechen und dann zurückkehren. Okay. Ich meine, sie hat gerade schon Schiss gehabt und jetzt war das. Ja. Lalalalalalalalala. Hab 30 Meter Abstand. Ihr müsst es jetzt aber nicht zu dem verdammten Hafen bringen, oder? Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Lasst sie einfach vorbeilaufen, ja? Tut so, wie wenn ich nicht da wäre. Ah, scheiße, die habe ich wirklich gesehen. Tötet die Kleine, ich habe nichts damit zu tun. Aha! Warte, wo ist die Kleine schon wieder hin? Was zur Hölle? Wird voll weghauen. Nicht die Gitarre. Into
gods reveal. Amp it up. Ist ja überhaupt nicht nervig. Verdammte kleine Kinder. Ja, jetzt sind plötzlich die Großen. Und, was ist los? Überhaupt, ich sage, ich gehe zum Hafen von Liebe. Ich werde die Monster selbst ausweichen. Sie werden mich nicht finden. Nicht wie ein kleines Kind, ich bin jetzt eine Erwachsene. Das ist von deinem Vater. Von Papa hat er dich gebeten, es herzuschicken? Ich bin sicher, dass es mehr Dinge zum Spielen für Kinder sind. Wenn es nicht Drachen sind, sind es Puppen. Magst du sie nicht? Doch schon, es ist etwas von Papa. Wie könnte ich es nicht mögen? Aber wenn ich diese Sachen immer mag, heißt das dann, dass ich für immer ein Kind bleibe? Wenn ich weiter mit ihnen spiele, dann werde ich dann überhaupt mal ein Abenteurer oder kriege ein göttliches Auge? Bist du nochmal ein göttliches Auge? Wenn ich ein göttliches Auge hätte, könnte ich so viele Dinge tun, ob es Geld verdienen oder etwas anderes ist. Dann müsste Papa nicht die ganze Zeit im Hafen von Liebe arbeiten, er könnte zurückkehren und Zeit mit mir verbringen. Im Moment kann ich allein ohne göttliches Auge nicht einmal zum Hafen von Liebe gehen. Aber der Papa dich schon mit seinem Geschenk hierher geschickt hat, hat er vielleicht mehr Ärger, wenn ich ihn suchen gehe. Ich habe schon Geschenke für ihn vorbereitet, ich wollte ihm eine Überraschung bieten, aber ich kann sie jetzt nicht zu ihm bringen. Wenn du aber helfen könntest, es zu machen, ist es in Ordnung. Ich werde zurückgehen. Du musst mir nicht folgen. Ich kenne den Weg nach Hause. Okay, sie läuft mitten durch die Monster. Um sie dann doch alleine wieder zurückzuschicken. Hä? Warum muss ich jetzt doch wieder zurück? Hä? Warum sind jetzt da zwei? Und warum ist dieser G.I.G. hier? Muss ich das jetzt verstehen oder so? Vor allem sollte er dann die Sicherheit überwachen? Puppendrachen, Windräder, Papa hat wieder solche Sachen geschickt, wie ich dachte. Es ist eine Schande, dass ich hier nicht mein Geschenk nicht ausschicken konnte. Ich nehme es jetzt mit zu deinem Vater. Du wirst mir helfen? Naja, auch wenn du kein göttliches Auge hast, sah es dann nicht danach aus, dass du Schwierigkeiten mit den Monstern gehabt. Ich denke, wir werden es so machen. Danke dir. Du bist so stark, wie du sein könnte. Du bist nicht umsonst die kleine Liu. Ach, keine Ahnung. Ja, ich laufe einfach mal na gut, eigentlich ist im Spiel sind es nur 2 Kilometer, aber im Echtsinn ist es wahrscheinlich eine Tagesreise oder so. Der kleine Liebe, das Geschenk, das ist von der kleinen Liebe. Das ist von der kleinen Liebe für mich. Wie viel hast du die dafür arbeiten müssen? Das alles fallen zu lassen und jetzt ins Quinchet-Dorf zurückzukehren. Aber der Rat für allgemeine Angelegenheit würde, danke dir nochmal, das Dankeschön. Einen Urlauber genehmigen werden. Okay. Der Meridian-Bericht. Okay, jetzt hat aber. Warte mal. Da. Wow. Was? Willst du mich verarschen? Weil jetzt 2 Meter neben dran steht, kann ich die Quest annehmen. Ist ja nicht so, als ob ich sie vorher nicht auch sagen hätte können. Oh nein, er steht an der falschen Stelle. Da können wir dies nicht zulassen. Da lass mal lieber alles klauen und verbrennen. Pass auf, jetzt hat er bestimmt eine Stimme. Halt! This is the Liyue Ministry of Civil Affairs. Wir sind hier, um von einem verdächtigen Individuum zu berichten. Yeah, we saw a shady-looking guy snooping around near the stockpile of highly flammable Mingxiao lantern supplies. We must defend the grilled tigerfish food stall at all costs. Jetzt sehe ich den Zusammenhang. Entschuldigung, ich habe kurz noch schnell was getrunken. Goodness. This is a serious matter indeed. Wegen dem Tigergrillfisch? Exactly what Paimon thought. Liyue Harbor's cuisine is the heart and soul of the city. Okay, die Übersetzung ist schon wieder Bullshit. Ich weiß, ich habe mich schon 1000 Mal drüber aufgeregt und trotzdem werde ich es immer und immer wieder erwähnen. Sie hat gesagt, das Essen ist das Herz der Seele der Stadt. Und da hat es jetzt einfach nur der Hafen. Das ist ein komplett anderer Satzbau. It seems we disagree on where the seriousness of the matter lies. But you're not wrong, my little friend. Rest easy. The Ministry of Civil Affairs has assigned a specialist to keep the lantern right safe.
I will inform him of this matter and order him to step up vigilance in due course. In due course? This is serious. Why not get your butt over there and tell him straight away? I wish I could, but he's yet to return. He's taken a small team to Gweili Plains. Ein neuer Tag, eine neue Mission. Commission? What commission? Oh, is this your way of offering to go to Gweili Plains and pass on the message for me? But you're a traveler, aren't you? You've come all this way for the lantern rite, and yet here you are, willing to lend a hand. Scheiße, Junge, lass dich nicht mit Paimon mit so von Paimon beeinflussen. Jetzt ist die einzige Antwort, dass ich gebe, um die Essensstände müssen beschützt werden. Yeah, we must defend the food stalls. Let nobody touch them. Absolutely. I can't thank you enough. Ah, yes. No commission should go unpaid. I will take care of the compensation. Again, thank you both. Voll wie Paimon voll abgeht. Weißt du, jetzt ist er nicht mal mehr da. Jetzt steht er wahrscheinlich wieder 2 Meter weiter nebendran, oder? Bist du das? Nein, du schaust anders aus. Okay, dann gehen wir halt in die Gilly-Ebene oder Gwilly-Killy. Hat der da. Warte mal, sind bei mir eigentlich die Dinger ausgeschalten? Das Mehrspieler-Ding? Warte. Mehrspieler. Du musst von den Betrieben der Welt. Was war jetzt? Folgenden Auftrag abschließen: Tiefe Wasser unter den Laternen. Okay. Also ich meine nicht, dass ich das vorhatte, mehr Spieler zu benutzen, aber. Heuer! Ja, aber wo sind die anderen? Es sind 3. Alter, es sind 3. Es sind 4 Helichurs, Mann. Du kannst nicht sagen, da ist eine Masse davon. Das ergibt doch keinen Sinn. Wo ist denn der da oben? Sprich mit den Milliliten, wo ist denn der? Who are you? Ist der da alleine hin? Scheiße. Jetzt mal ernsthaft, da sollen Massen Leute leben und dann haben die immer bloß so einzelne Leute, die wo sie irgendwo hinschicken. Aber Hauptsache, wie sie mich angreifen wollten, da wo die Kickwin das erste Mal auftaucht. Das sind dann plötzlich 20 von den Typen gewesen. Und hier schicken sie ein. Chiachi hat uns geschickt. Ich maule aber echt viel. Ne? Oh, thank you. If it weren't for your help, today may have ended quite differently. Was genau tust du hier? I'm in charge of keeping the lantern right safe. A lot comes out of the woodwork at this time of year. There are thieves around every corner. I encountered one during my patrol just now, so I called a few men and we pursued them out here. Once we got here, we decided to split up. I was searching this area. Aufteilen ist immer gut. The thief seems to have made a clean getaway and I sure didn't bank on these monsters being here. I was just assessing whether it would be better to send for reinforcements or find another way to disperse them. And that's when you showed up and dealt with them. And thank goodness. I don't know how long it would have taken for the others to get here. Well, I need to get back to looking for that thief. But thanks for your help. Until next time. Wait a second. We're not done here. Oh, is there something else? Eine verdächtige Person befindet sich unten am Hafen. Another one? It's interminable. Komm, wir stechen sie einfach alle ab, oder passt das schon? When I get back, I'll get the other troops to be extra vigilant in the area. In the middle of the festival, too. What are they up to? Do you get the feeling? So vielleicht sollten wir dies in unsere eigene Hände nehmen. Paimon thinks so too. With our wealth of experience adventuring far and wide, we should be able to get to the bottom of this. So let's go back to the place where we witnessed the shady looking guy. Ein Ort des Augenzeugen. Alter, wir waren die Augenzeugen. Paimon here.
hears from patrol officers that criminals love to go back for another look at the crime scene after the event. It's a psychological thing, apparently. Aber das Verbrechen ist noch nicht geschehen. That's why there's no time to lose. When there's highly flammable materials involved, once the crime happens, it'll be too late. Okay, locker bleiben, Paimon. Da. Na, jetzt ab. Okay, es ist doch eine größere Mission, als ich dachte, muss ich zugeben. Da musste ich schon fast vielleicht das zurückgeben, dass es ein bisschen schade ist, dass es nur dieses Tower Defense Spiel gibt. Das Lustige ist ja eigentlich, ne, umso mehr Events die machen, umso mehr haben sie ja dann eigentlich für spätere Dinge, dass die dann sagen können, wenn sie mal nochmal so ein Event ist in der Stadt oder sowas, vielleicht auch in der neuen, wo in Zukunft kommt, können sie dann mehrere so Dinge einbauen, weil sie die ja schon mal gemacht haben. Oder sie machen es nicht und ist dann nicht so, aber egal. Oh wow. Wenn man mal sowas verschwenden will, ne? Ist da der Xiao? Den habe ich gleich gesehen. Was ist das? What are you doing here? Das wollte ich dich auch fragen. Huh? Xiao, are you here for the festival? I have no interest in Lantern Rite. I sensed a malign influence here. I'm here to investigate. When a shackle is loosened in the realms of deities and demons, I take full responsibility. But this time, the threat comes from the mortal world. Your world. Thus you shall take full responsibility, mortal traveler. When the time comes, I hope you shall act promptly and decisively. Das Beste ist ja, da oben hockt halt eine, weißt du, die wo hier alles im Blick hat. Ey, ja, der Typ, der schaut halt verdächtig aus. Ja, keine Ahnung. Oh, der raubt da gerade jemanden aus. Oh, jetzt hat er jemanden abgestochen. Ja, das passiert halt mal. Das lassen wir mal so. I do not wish for the tassel of the pole arm that has slaughtered countless demons to become stained with mortal blood. What's this? A symbol that your suspected evildoer left behind. Erkennst du das, Paimon? Doesn't look familiar to Paimon. Wahrscheinlich ein Zeichen für die Diebe. Well, you will have to show me how much you can accomplish on your own strength. Because if I become involved, there is a possibility that the streets of Liyue Harbor will be painted red this Lantern Rite. Rot klingt doch schön. Well, that sounds terrible. let's not be impulsive. Why don't we figure out the origins of this symbol first? The one the suspected criminal left behind. Paimon has a sneaking suspicion that Kaya will know something about it. Jetzt will er von Kaya nochmal. Ich würde halt das... Ah, jetzt kann ich drüber laufen. Wo ist der eigentlich hingelaufen? Der ist hierher. Alter, hier gibt's nicht mal... Ups. Liegt nicht mal im Weg weg. Ja, wobei ich wenigstens eine Truhe jetzt bekommen habe. Ja, yeah, zwei Dinger habe ich gekriegt. Wo ist jetzt Kaya? Hallo? Ist das ein Witz? Oh, jetzt wollte ich schon sagen, scheiße, ich kann mich nicht in die Stadt porten, warum? Wo war denn Kaya nochmal? Ah, ist das nicht... Captain Einauge? Stimmt, ja. Der ist ja auch so... speziell. War hier in Mondstadt nicht auch irgendwas? Irgendwas wollte ich hier machen. Gab solche Windmühlen eigentlich auch? Also sinnvoll schaut's aus, ne? Well, well. Long time no see. Kaya! We went to the Lantern Rite in Liyue! Ah, well. How was it? Fun? Delicious. Well then, you ought to be looking forward to Mondstadt's Ludi Harpastum. I'm sure it will be to your liking. Okay, wir wissen schon, wie das nächste Event heißt, oder eins der nächsten. Right, right. Kaya, there's something we need to tell you about.
Der Reisende ist. Ah, ja. Lantern supplies. Stockpile of wood, paper and oil. At the very least, it sounds like an accident waiting to happen. How very amusing. What makes you think I would recognize this symbol? Bei euch kann man sich darauf verlassen, dass ihr euch im Untergrund auskennt. Weil ihr immer über alles Bescheid wisst, ihr seid unsere erste Wahl in solchen Dingen. Oh, that about sums it up. I'm flattered. But there it is! At last! Kaya displays the knightly virtue of modesty, perfectly articulated and masterfully delivered. My goodness. Your stay in Liyue seems to have sharpened your wit and broadened your vocabulary. Anyway, I digress. This is the symbol of the cross-border criminal organization you know as the Treasure Hoarders. If you are curious to know more, I can put you in touch with an informant on the inside. Didn't you just say the Knights of Favonius don't have dealings with their enemies? This is my own personal informant. Nothing to do with the Knights of Favonius. A little later, make your way over to Windrise. I'll arrange for the informant to meet you there. Thanks, Kaya! Oh, and remember, wine begets wisdom. Huh? Betrunkene sprechen die Wahrheit. Okay, Windstieg. Ey, ich will ehrlich sein, für den Windstieg sollte man langsam aber sicher mal Karten ziehen. So oft, wie man sich damit irgendwie schon getroffen hat. Irgendwann steht immer alle gleichzeitig da. Meins! Mein Schmetterling! Kristallkern. Ah, verdammt. Tja, mein Geflügel. Nimrod. Huh? Hey, you're the guy, right? Kaya's informant? Du bist der Guy. Informant? Not me. But this is the place we agreed upon. And you're the only other one here, so... Place we agreed upon? I know nothing. Stop being so annoying. Betrunkene es liegt am Alkohol. Betrunkene sprechen die Wahrheit. Okay, yeah, it's me. Nö, ich hab keine Ahnung. Ah ja, doch, ich bin's. How was any of that even slightly necessary? Mal, wie's abgeht. What do you want to know about? Here's the situation. Okay, I see. So, what can you tell us as an insider? I do not think this is the work of the Treasure Hoarders. The reason the Treasure Hoarders are able to sustain a giant cross-border operation is because they abide by one fundamental principle. Caution. Softly, softly, Catchy Monkey is the name of the game for them. By contrast, the idea of taking huge risks to try and make a fortune is utter folly in their eyes. Liyue has the Adepti looking after it, doesn't it? And they're especially active during the Lantern Rite. There's just no way that we, sorry, they, slip of the tongue, when you've been undercover as long as I have. where was I just now? Oh, yes. There's no way that they, the Treasure Hoarders, would dare make a move during the Lantern Rite. Also, the Treasure Hoarders organization in Liyue recently received an anonymous letter. Why would someone send them an anonymous letter? Trying to frame them, perhaps? Nobody knows. But what I can tell you is which branch of the Treasure Hoarders has the letter in their possession. There. I've marked their location on the map for you. Great! Well, Paimon thinks this was productive. This is our only solid lead. Let's not waste it. If there's nothing more, I should get back to treasure hoarding. I mean, get back to those treasure hoarding lowlifes. To spy on them.
Wie halt voll einer von denen ist. Wer weiß, was er dafür kriegt. Karte. Das heißt, wieder zurück. Da sind sie. Also wir porten uns eigentlich nur noch durch die Gegend. Sagen wir mal ehrlich, wenn die... das würde hier tagelang, würde das wahrscheinlich dauern, das Ganze zu machen, wenn du nur laufen könntest. Also ich meine jetzt in-game. Nicht was jetzt mir spielen, sondern was halt wirklich im Spiel ablaufen würde. Weil da, wenn ich jetzt an so Animes oder halt an wieder Schatzräuber. Wie heißt jetzt Musoko Tenshin? Nee. Moku Tenshin? Ach, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Anime, der gerade läuft. Da habe ich dann die Webnovel gelesen. Scheiße, es gibt viel zu lang, ey, fuck. Ich hab's voll unterschätzt, ich habe dann tagelang nur noch gelesen. Da wird halt von dem einen Kontinent zum anderen, dauert es halt Jahre. Die sind halt 3 Jahre unterwegs, nur um von dem einen Kontinent zum anderen zu kommen und dann mit dem Schiffen überzufahren. Es ist halt mal ein Weg, ne? Ein realer Weg. Hier bist du halt teleportieren, hierhin, dahin, 5 Sekunden fertig. Sorry, pal, wrong way. Wherever you think you're going, it's that way. But isn't that the way to Liyue Harbor? Right. Here is nowhere. So the other way is Liyue Harbor. If you're looking for somewhere to stay, I suggest you go to the Wangshu Inn. Fair prices, great customer service, and a wonderful view. Wir wollen den anonymen Brief sehen. How do you know about the letter? One of Leo's adepti told us about it. Did they now? I somehow doubt that. You should not doubt it. It was I who sent them to investigate. What the fuck is that, Chao? Any further questioning, you may direct to me. Did you just appear out of thin air? Hier siehst du einen Adepten. You're the vigilant Yaksha. Hey, watch your tone of voice. Or do you seriously want to pick a fight with an Adeptus? Okay, it's not that we don't believe you're an Adeptus. It's just... everyone needs to look at the bigger picture here. As you well know, we treasure hoarders are no serious threat to anyone. We're petty criminals, that's all. So, if you are truly an Adeptus, please, show us some mercy, would you? Of course. If it turns out you're not a real Adeptus. Then please, don't blame our weapons for treating everyone equally. Wirklich, jetzt gibt's hier Stress. Ernsthaft, erst haben sie Schiss und dann plötzlich. Please, my heroic friend and Adeptus buddy, have mercy. The letter is drivel anyway. It's not worth an armed conflict. Just take it. How about that? Paima knew it all along. Let's see what they wrote. Ich kann es nicht lesen. Ah, okay. Ich dachte schon, wollt ihr mich verarschen? Da kann ich doch, also ich kann die verdammte Sprache nicht. An meine Kollegen, die Schatzräuber. Ich habe einen wasserdichten Plan, wie wir schnell reich werden können. Dies ist die Gelegenheit eures Lebens. Wenn euch dieser Plan also das Herz höher schlagen lässt, sollten wir heute Nacht noch zusammenkommen und alles zu veranlassen. Zum Schluss werde ich eine Maske tragen. Ihr werdet mich also vielleicht nicht erkennen. Ich rate euch deshalb, maskiert euch zum Schutz. Ich werde euch schon wieder erkennen, außerdem sehen Masken sehr fesch aus. Was? Loyalität ist mein höchstes Gebot, da kann man meinen Worten Glauben schenken. Dies ist kein Trick. Ihr versteht schon, was ich meine. Wir beide Seiten werden von meinem Plan profitieren. Wir sehen uns am vereinbarten Treffpunkt. Was für ein Treffpunkt? I see. Then let us send these two to the meeting. The sender may be plotting something truly diabolical for the Lantern Rite. It seems they want to burn down the entire city. Great, everyone's happy. You're good, we're good. These two, they don't look anything like us.
Das Problem ist nur, dass wir uns nicht gerade ähneln. Hä? It'll be fine. When we're in disguise, no one will be the wiser. It still seems like a long shot to me, but with the help of an Adeptus, hopefully everything will turn out fine. Well, the safety of Leela is in your hands now. Good luck. Even the treasure hoarders don't want to see the city burned to the ground. Warum eigentlich sollte die verdammte Stadt abbrennen? Welcher Idiot kommt noch auf so eine Idee? Then it is settled. Einen Moment noch. What is it? Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann wäre es gut, wenn wir uns dort treffen würden, wo man die Mixer-Autolaternen sehen kann. I am not partial to crowded areas, especially at this time of the year. When this matter is resolved, come to Wangshu Inn. In previous years, the Mingxiao lantern has been visible even from there. Warte, scheiße, der kann sich porten. Vanished. Did he go back to Wangshu Inn already? But the time mentioned in the letter, that's today, isn't it? Come on, let's go to the meeting place. Der Penner kann sich ja wirklich porten, Alter. Ich dachte, der hat mich nur verfolgt. I wonder what the sender of the letter is planning. Nee, wir scheinen die ganze Stadt abfackeln. Warum auch immer. Geh mal da hoch, da können wir hinfliegen. Ich bin ein fauler Sack, Alter. Was erwartet ihr von mir? Ich muss ja zugeben. Ich meine, ich habe jetzt eine Zeit lang ein wenig Pause gemacht. Dann habe ich überlegt, ja, das Laternenritual auszulassen. Bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Sehe, dass da unten eine goldene Kiste ist, die ich mir jetzt holen werde. Das Spiel zieht einen immer wieder rein, ne? Das ist echt komisch. Ich bin jetzt eigentlich einer von diesen Typen, die kaufen sich ein Spiel. Viele Spiele. Spielen die Story durch und dann ist das Spiel für sie gestorben. Also, für mich ist das Spiel dann vorbei. Ich habe keinen Bock mehr, was zu machen. Nicht wie andere, die wo dann nur noch das spielen, Tage, Wochen lang oder sonst irgendwas. Für mich ist das Spiel dann irgendwann einfach vorbei. Aber Genshin zieht mich immer wieder rein mit diesen Kleinigkeiten. Ich habe keine Ahnung. Mit den Charakteren, mit den Dingern. Paimon ist halt einfach nur witzig. Wer Paimon nicht witzig findet, ist halt einfach sich irgendwo... Nee, das soll ich jetzt nicht so sagen. Das soll sich einfach irgendwo mal einen kleinen Zeh irgendwo anhauen. Ja, ich glaube, das klingt harmloser als das, was ich eigentlich sagen wollte. Der soll sich das auf einen verdammten Lego-Stein steigen. Oh Mann, das ist nicht mal eine goldene Kiste. Ich wurde gelinkt. Weil ich dachte eigentlich so, ich geh mal rein, schau mir das Laternenritual ein bisschen an, mache halt diese Mission mit dem Xao und dann war's das. Aber es macht Spaß. Ich kann nicht aufhören. Ich will jetzt wirklich wissen, wie es weitergeht, was die gemacht haben. Diese Nebenmissionen sind total für den Arsch. Ich sprich mit der verdächtigen Person. All right. You folks from the treasure hoarders, yeah? I thought I insinuated in my letter there that you should have done like I had done and put on a mask and a costume and so forth. But it seems you didn't all get the memo. It's pretty cool though. Gutsy. Dass wir die Typen sind, die wo dich gesehen haben, ne? Well, guess what? We don't need to go sneaking around everywhere wearing disguises, because unlike you, we would never do anything so shameful that we would need to wear masks while doing it. Really? I was in the middle of my speech and everything! Scheiße, das hab ich verschluckt, Alter. Warte, ich muss mein Mikro wegmachen. Ist das geil, Alter. Die alte Riesenansprache dreht sich rum und er hat eine fucking Maske auf. Deswegen hat er auch gesagt, es hat sich nur einer verkleidet. Durchatmen. Durchatmen. Ey, sorry, aber wegen sowas spiele ich das. Es ist einfach zu geil, Mann. Er hat aber vorher Bescheid gegeben. Wait a second now. You folks ain't no treasure hoarders. What game are you two playing? Alter. Er wird gleich gefroren, ne? Hier kriegst du noch einen Vogel. Oh,
wie er da in der Luft hängt. Wie er paddelt. Paddel, 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 paddel. Tot. Hey, warte, der überlebt. Du Hund. Hey, warte, der ist abgehauen. Okay, I give up. Give up now, or feel the wrath of my Paimonial. Huh? You're giving up just like that? I'm just a lowly apprentice thief who really looks up to the treasure hoarders. An apprentice thief? Oh, wow. Yeah, for a greenhorn like me, especially working on my own and all, the treasure hoarders? Oh, man. They're my heroes. Alles klar. Wait a second. So I thought I'd try and set up some sort of lucrative opportunity and submit my pledge of loyalty. Wait a second. None of this is making any sense. Paimon was expecting a serial arsonist to be someone more sinister, evil looking. But instead, we get you. Arson? What the heck are you talking about? Don't pretend. Paimon's seen you loitering around piles of highly flammable materials. Oh, yeah, I know what you're talking about. But I was only checking the place out. My plan ain't got nothing to do with those lantern construction materials. Are you serious? Well, I just wanted to nab me the biggest chunk of Plaustrite in 20 years is all. I was gonna wait till nightfall, chop off half the tethers, float it out to sea. Oh. Then, all I'd have to do is find some way or another of bringing it down, so I could hide it underwater in the shallows. The perfect crime. For a perfect crime, it sure has a lot of holes. For example, how exactly were you planning to bring down the Plaustrite once it was airborne? I was still in the process of figuring out the details, hence why I hadn't made my move yet. This guy is an imbecile. Okay, let's teach him a lesson. Reisen beginnt mit dummen Dieb den Millisen. Now that the Millilith have gotten hold of that idiot, let's head back. We can notify the Ministry of Civil Affairs. Okay. Das war jetzt fast ein bisschen enttäuschend, aber er war ein Trottel. Aber das mit der Maske war einfach göttlich. Das war einfach nur geil. Vor allem, ich dachte mir schon, hä, warum nur einer verkleidet? Oder denkt der Paimon ist verkleidet, weil es wie so ein Maskottchen ausschaut? Dann dreht sie sich rum, hält die Riesenansprache und dann, ja, wie, lass uns nichts zu Schulden kommen, oder was soll denn jetzt das? Geil. Traveler, word spreads fast. We will keep watch over the thief. Thanks for your help. Looks like the Ming Xiao lantern will be ready soon. A critical juncture. Was ist denn jetzt schon wieder? Cannot afford the slightest interference. Zur Sicherheit des Laternenrituals. Rest easy. Word was passed up the chain. Another group of very capable troops have been brought in. They're dressed as ordinary citizens. You wouldn't notice them in the crowd. If anyone dares make a move, they'll be on them in an instant. That's sorted then. You two get some rest, we'll take it from here. Enjoy the lantern rite in peace. So, Paimon supposes that's taken care of then. Wenn nur Chao hier wäre, um die Ming Xiao Laterne zu sehen. Paimon wishes so too. Guess he won't make it this time. Ja, er wird's nicht schaffen. Er kann sich teleportieren über die verdammte Map. Wait, do you remember what the inspiration for the Ming Xiao Lantern was? Fürstes ziehenden Himmels klingt richtig. So if it's modeled on an adeptus, maybe Xiao would be interested this time. On the day the Ming Xiao lantern is ready, we can meet him at Wangshu Inn like he suggested, then try to persuade him. Even though he said you can see the Ming Xiao lantern from Wangshu Inn, we should get up close if we want to get that festival atmosphere. Laternenritual Teil 2 abgeschlossen. Tiefe Wasser unter den Laternen. Wie der Typ sich halt immer wieder auflöst, ne? Was ist der, ein verdammter Magier oder so? Figur. Wie kann ich den Xaro weiter aufleveln? Außer der MS ist doch dabei. Ich habe ihn immer hier. So, Aufstieg. Ah, oh, shit, Alter. Ernsthaft? Ich muss diese dämliche Drachenechse platt machen.
Oh, und ich muss diesen dämlichen Kingswing-Dings da. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, scheiße, da steht der. Nicht der Stier, sondern der Hirsch. War der ein Hirsch? Ich habe keine Ahnung. Stehen da eigentlich nochmal zwei so? Ne, wow, erst stehen zwei von denen da und jetzt ist gar keine mehr da.